Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit einer neuen Folge Let's Play Transformers Devastation. So, letzten ein oder zwei Folgen werden es wohl noch sein, gehe ich mal von aus. Sieht so langsam aus wie das Ende. Am Ende wird uns bestimmt Megatron erwarten. Dum, dum, dum. Boom. Zack. Boom. Was sind das für Kisten? Auf diese mobilen Depots wird häufig über die transpartialen Konverter zugegriffen. Sie enthalten zahlreiche Objekte von Waffen und Munition bis hin zu dauerhaften Verbesserungen für die Cybertronier, beispielsweise in Sachen Stärke oder Ausdauer. So, dann mal los geht's! Und pow. Weg mit dir. Woo! Jetzt haben sie schon in die Luft vor Freude. So, No Decepticon is going to stand in our way. Na, wenn du das sagst, Optimus. Deswegen bin ich auch so ein Optimist. Okay, schlechter Gewitz. Zack. Bam. Aua. Weg mit dir. Zack, was willst du von mir? Zack. Ha, ha, Luftwell. Aua. Pam, 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 pam. Ach, das Motormace, jetzt. Aua. Zack, zack, zack. Wuhuuu! Der jumpt immer so schön in die Luft. Ich sag doch, jetzt kommen nochmal alle Gegner. Weg mit dir. Weg mit dir. Haha.
Und tschüss. Weg mit dir. Aua. Tja. Schneide das Feuer. I'm coming for you, Megatron. Also halt, das ist nur Reparaturen-Kit. Das ist schon wieder was Neues zum Lesen. Hä? Zack, 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 zack. Let no one stand in our way. Niemals. Alles einsammeln. Oh shit. The end game is in sight. Attack. Boom. Boom. Und Pounds. Na, wo sind die denn? Und Pounds. Rang X? Was ist ein Rang X, bitte? Hat ein Roboter Hände? Das ist jetzt eine Sache, oder müssen sie eher mechanische Clowns? Pam, pam, pam! Thunderquick und Skywarp. Au. Yeah! Ach, Gottchen. Das ist so niedlich. Win! I am so glad you came to witness my ultimate victory. Give us the Ferrotaxis, Megatron. I'll give it to you once I'm done remaking Earth. It's gonna be beautiful, Prime. I'd love to stay and watch, but Cybertron's rebirth beckons me. And I want a front row seat for it. Constructicons, annihilate them! Aha. Und tschüss. Ich hab noch so viel von diesen Scheiße. Meine Güte, was soll's? Reinhauen, 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 reinhauen.
Und tschüss. Boah. Optimus. Bam in your face. Erledige ihn. Ich helfe dir. Pouch. What? Pats, pats, pats. Zack, 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 und bang. Und shoot. Puh. Und. Zack, 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 zack. Oh, oh, fick dich doch. Aua. Nein. Komm schon. Oh. Aua. Ja. Yeah. Devastator schon mal raus. Dann wäre es nur noch einer. Hört, turn. Ja. Ich erinnere mich irgendwie an Final Fantasy 7. Sephiroth. Genau, fallen genau ins gleiche Loch rein. Und jetzt. Megatron headed for the surface and he took the Ferrotaxes with him. Then that is where we go. Autobots, roll out. Our home will live again.
We will find a way to save Cybertron, but I cannot allow you to destroy Earth. We should have been allies, you know. Imagine what we could have accomplished. But you never had the manifolds to be done. I have the manifolds to stand up for those who cannot stand for themselves. Give me the Ferrotaxis. We will use it to bring our culture and our history back to Cybertron, where it belongs. You have made a great discovery. Let us use it wisely. I thought you were made of sterner stuff, Optimus. If you want it, you'll have to take me down. Und gleich nochmal. Kraftboost und harte Schale und Credit Scanner und Object Scanner und das da. What? What? Das ist ein schneller Kampf. So, da ich noch ein bisschen was hab, nochmal zack, 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 zack. You would place Cybertron at the center of the universe. Cybertron is the center of my universe. How is it not the heart of yours? Cybertron is about all life. Destruction. To keep Cybertron on life support. One hit. Ah. Ja. Ja, den sind Ulti. One hit ist tot. It will not let me shut down the Insecticons. Megatron, what have you done? One last fail safe. In order to shut down the Ferrotaxis, you must destroy it. You hold the fate of Cybertron in your hands, Prime. You are correct, Megatron. And I have the courage to make the right decision. No! Humans will decide their own fate. Watchers. Autobots, we have lived on Earth for decades, but I see now that we have not truly accepted Earth as our home, holding out some distant hope that we would return to a newly reforged Cybertron. And maybe one day that will happen. But we cannot continue to live in between worlds. From this day forward, we are no longer Cybertronians who are stranded on another world. Now, we are a part of Earth. And we must treat Earth as though we were forged here.
and we must protect our home, no matter the cost. How are you recovering, Optimus? I will live, thank you. Fortunately, it appears that Earth will as well. Have you found a way to strengthen our forces? As I said, it's not without risks. I was thinking about what I was told. The prophecy on the Proud Star. That there is a way to end the war. Incoming transmissions. Defensor and Superior. Protect and serve, Optimus. That's our job. Like Defensor, we are here to help too. You don't have to do this alone. To finally rid Earth of the Decepticons. This might just be the price I have to pay. Ein Riesen Optimus Prime, oder was? Boah. Transformers Devastation. Director Kenji Saito. Executive Producer Atsushi Inaba. Producer Atsushi Kuruka. Egal. Auf jeden Fall, das war's wohl. Das war das Ende von Transformers Devastation. Also am Anfang habe ich gedacht, okay, das wird bestimmt irgendwie so ein Scheiß-Game. So ein billig gemachtes, einfach nur Money-Maschine hier, Cash-Cow. Gut, die Story ist jetzt halt typisch Transformers. Ist jetzt nichts mega Spannendes, aber ist jetzt auch nicht schlechter als jetzt in den Serien zum Beispiel. Die Kämpfe sind halt echt schon sehr, sehr geil. Es läuft alles ziemlich flüssig und sowas. Man hätte sich sicherlich nur ein bisschen besser anstellen können wie ich, der dann nicht irgendwie zwischendurch den Schwierigkeitsgrad runterstellen muss. Auch mit den ganzen Movesets hätte man sich noch kaufen können, da hätte man noch rumspielen können und trainieren können und farmen können allgemein. Das wollte ich jetzt aber nicht für ein Let's Play machen, da irgendwie ewig lang rumfarmen. Ja, aber auf jeden Fall, die Kämpfe laufen auch so, selbst als Noob wie ich, trotzdem noch flüssig. Geht gut von der Hand, hin und wieder mal. Ist es ein bisschen komisch, dann denkst du, ey, hallo, ich hab gedrückt und passiert halt irgendwie nichts. Aber an sich war es echt ganz lustig. Auch die Verwandlung ins Fahrzeug, das bisschen rumcruisen, hat richtig, richtig Spaß gemacht, auch wenn es keine richtigen irgendwie Strecken gab oder sowas. Und die Steuerung eigentlich auch eher, ziemlich hart war. Kein smoother Übergang in die Kurven oder sowas, sondern einfach. Aber trotzdem hat Spaß gemacht. Also, ich habe gedacht, es passiert noch irgendwas. Auch die Gegner waren recht interessant. Fliegende auf dem Boden, Leute, die spritzen, riesige Schlangenhände, wie ihr hier seht, Riesenroboter. Ja, es gab alles. Also, man hatte echt keine Langeweile in dem Spiel. Hat wirklich, wirklich sehr viel Spaß gemacht. Letzten Endes gesagt, vielleicht sogar ein wenig kurz. Aber gut, bei Tearaway Unfolded habe ich rumgemeckert, dass es mir zu lang war. Hier sage ich jetzt, dass es mir zu kurz war. Obwohl es eigentlich an sich eine gute Länge hatte. Also es hatte, es war jetzt nicht unterirdisch kurz, dass man sagen würde, hey, dafür würde ich doch kein Geld ausgeben. Okay, ich habe es auch im PS Plus Abo. Es war okay. Es wäre mir jetzt kein 60 Euro wert, das Spiel, aber so 30 Euro würde ich dafür schon hinblättern. 20, 30 Euro so im Dreh rum. Ich denke mal, in dem Preisklasse wird es wahrscheinlich auch im Store oder so drin sein. Aber war auf jeden Fall lustig. Auch diese hier, wie man es da jetzt mal im Hintergrund sieht, diese Schusseinlagen. Ja, war echt cool. Auch die verschiedenen Charaktere zu spielen war richtig, richtig, richtig geil. Auch wenn ich jetzt am Ende hin nur noch mit Sideswap gespielt habe. Aber das hat der mir am besten gefallen. Ich wollte es jetzt einfach da mit dem jetzt noch voll beenden. Und ja. Aber die Charaktere waren auch alle echt cool. Der eine mit seinen Schraubenschlüsseln. Bumblebee natürlich kennt man. Wobei ich immer gedacht habe, Bumblebee wäre stumm. Oder ist es nur irgend so ein Fehler vom Film? Ich habe keine Ahnung. Optimus Prime ist natürlich immer, wenn es irgendwie schief ging. Optimus, bam, bam, bam. Dem seine Hammer haben wir richtig Schaden reingehauen. Auch wenn sie echt langsam waren. Der Dino war auch cool, auch wenn wir den nur ganz kurz irgendwie gespielt haben. Und Sidesweep ist eh der Beste.
von Anfang an mit seinen Doppelklingen so zack, 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 zack. Im Grunde kann ich schon alle mit Doppelklingen ausrüsten. Also es ist gerade egal. Aber bei ihm hatte ich es halt von Anfang an so. Er ist auch mit seinem Moveset so ein bisschen cool, dass er auch mit seiner Spezialfähigkeit so. Erinnert mehr an so Ninja und sowas mit Doppelklingen und allem. Schon richtig geil. Hat schon Spaß gemacht. Kann man nichts sagen. Auch das ganze Waffensystem und sowas. Es gibt einige ein paar unterschiedliche Waffen, die ein bisschen anders spielen. Also eigentlich sogar ziemlich anders spielen. Das haben sie echt gut gemacht. Das Level-System habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden. Hätte ich mir auch mehr reinfuchsen können. Da gibt es wahrscheinlich habe ich einfach einen Schwachsinn gebaut. Wahrscheinlich hätte man die Waffen so genial aufleveln können und ich habe es halt nicht gecheckt. Könnte schon sein. Ich habe einfach irgendwas reingehauen, wollte alle Charaktere ungefähr gleich haben. Von der Stärke her, man weiß ja nie, was man noch braucht. Nachher musst du irgendein Level nur mit einem bestimmten Charakter machen und der ist dann schwachsinnig langsam. Dann bist du halt am Arsch gefickt. Auf gut Deutsch gesagt. Ja. Es ist kein überragendes Spiel. Die Szene habe ich gar nicht gesehen. Naja, war jetzt kein überragendes Spiel, aber es war ein nettes Spiel für zwischendurch. Deswegen war die Länge wahrscheinlich auch so gerechtfertigt, dass es relativ kurz ist. Ja. Durchweg gutes Spiel. Könnt ihr euch auch mal aus dem Store kaufen, wenn ihr es nicht schon PS Plus Abo habt. Oh, es kommt doch noch was. Nein, Nexus Prime. Gibt's doch vom zweiten Teil? Muss ich mal gucken. So, einmal habe ich X erreicht, was auch immer X sein soll. So. Fusionskanone, yay. Sternensable. Sieht ja lustig aus. Doppeltes Temalschwert. Minosaurus Ionenschwert. Temalschwert. Doppeltemalschwert. Kryo-Handschuhe. Kryo-Schwert. Doppel-Energon-Schwert. Fusionskanone. Boah, der haut aber auch ordentlich rein. Sternsäbel, ja gut, das ist nicht so geil, aber sieht lustig aus. 45! Angriffskraft, der leckt mir am Arsch. Aber der sieht schon geil aus. Was? Gesamtergebnisse. Aha. Ja, gut. Das war's jetzt dann. Wenn euch dieses Let's Play gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Hey, Peter. Ah, das fit bei dir. Gehen wir gleich noch raus? Ja? Ist noch raus auf dem Garten? Ja, egal. Wenn euch das Let's Play gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Teilt es, empfiehlt es weiter. Whatever. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Let's Play wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.